Herzlich willkommen, hier ist die weitere Folge hier vom Arsch. Wir werden jetzt die letzten Fahrzeuge wegräumen, beziehungsweise den letzten Flug. Fahrzeuge, Gerätschaften noch nicht ganz. Den in der Halle werde ich alle überprüfen. Den Flug fahren wir jetzt einmal zu den anderen Flügen dazu. Und den Taktor werden wir jetzt auch in die Garage reinstellen. Ist das. Dann haben wir alle Flüge gewaschen, repariert und ja, weggeräumt. Jetzt werden wir uns den Traktor für Anna dazustellen. Ne? Den kleinen Fuhrpark. So. Da haben wir noch auf, wenn trocknen können. Ne? So, das heißt, da haben wir eins. Wo sind die anderen Geräte alle? Na gut, die müssen wir alle finden, ne? Dass wir jetzt alle unsere. Tja. Grastechnik jetzt waschen, ne? Was noch nicht sauber ist. Die in der Halle sind schon sauber, denke ich mal. Gehe von aus. Und den werden wir jetzt mal rumriss reparieren. Obwohl er nicht so ganz so dramatisch ist. Aber waschen auf jeden Fall. Und Temperatur ist jetzt auch angesagt, weil der Winter ist. Also werden wir uns nicht lange jo. Überlegen, wie 1,5% werden wir da nichts. Aber jetzt im Winter machen wir alles heile. Mehr oder weniger. Schon wieder so mistig geworden. Gut, reparieren. Tja, so gut, ne? 1 Euro. Nochmal einsteigen. Dann fahren wir ihn. Zu der Grastechnik dazu, ne? Schauen wir noch rückwärts reingefahren bekommen. Dann ist der eine im Prinzip verkehrt, aber gut, da haben wir jetzt. Joa, stellen wir dazu. Vielleicht werden wir irgendwann mal noch eine Sonderlösung finden. Aber erstmal stellen wir hier rein. Gut, Störung. Pause. So, geht weiter. Wir fahren jetzt den Traktor oder das Gerät jetzt rein. Störung unterbrochen, ne? Aber jetzt muss ich doch nichts von ihm kriegen. Könnte ein bisschen ruckelt haben, ganz kurz. So. Nächste Gerät, was da rumsteht. Kriegen auch Reste hier, ne? So. Nehmen wir einmal Schneidwerk. Und den stellen wir dann entsprechend da rein. Das ist sauber, das heile. Sauber vielleicht nicht, aber heile. Dann brauchen wir auch nicht so haben, ne? Hauptsache das heile. Wenn das jetzt schmutzig wäre gewesen, dann nur schmutzig geht's, aber wenn es komplett Apparatur nicht notwendig ist, dann kann er stehen bleiben. So, der ist auch heile, aber den werden wir woanders bestellen. Und zwar ein bisschen. Boah. Die ersten drei Schneidwerke hinkommen.
Der rutscht ganz schön hier im Schnee. Total aus dem Konzept gebracht hier. Aber das macht nichts. So, nächster Schneidberg. So, man sieht natürlich gut um. Wenn das ein heiler oder nicht heiler ist, egal, Hauptsache erstmal. Das ist 2,6, das können wir eigentlich mal kurz reparieren, ne? Waschen, glaube ich, muss nicht gemacht werden. Sieht eigentlich sauber aus. Der ist ja eigentlich repariert. Bisschen sauber machen wir schon. Wenn wir schon mal hier vorne sind. Ne? Das nächste Getreide kommt bestimmt. Weizen oder Gerste ist egal. Und dann stellen wir ihn genau daneben. Na, Baum möchte ich mal nicht. Einmal richtig aufräumen. Im Winter ist das ideal für, im Sommer habe ich keine Zeit. Ey, die Straßen sind auch weiß. Gibt es da schöne Mission? Nur was mich nicht interessiert, ne? Ja, sehen, düngen. Flügen geht nicht, Junge. Sehen auch nicht. Muss man alles nehmen und abbrechen, ne? Aber Flügen wird nicht gehen. Da. Ist das Symbol? Da geht nichts. Guck mal, 6, das können wir lassen. Das ist okay. Stellen wir halt daneben. Zwei LKW stehen ja noch bei der Brauerei. Aber einer mal, ne? Hm. Wieder verkehrt Taste gedrückt. Ja, Schnee drin. Das hätte ich auch nur aussprechen brauchen, ne? Hätte. Gut, dann fahren wir den zurück. Ja, die Straßen sind ja nicht mehr zu erkennen, ne? Weiß. Ist ja komplett weiß. Das ist jetzt Roulette hier fahren. Muss man höchstens Straßen kaufen. Dann kann man die auch da streuen, ne? Hoffentlich kommt nicht mehr Schnee. Muss ich alles komplett verkaufen. Wollte ja nicht lang fahren. Eigentlich wollte ich hier nicht lang fahren. Aber gut.
Förderbänder betreiben machen wir jetzt nicht, da kommt eh nur Schnee. So, fahren wir zum Hof. Der ist ganz gut, die beiden können verkauft werden, die beiden Ställe. Ansonsten, ja. Mal sehen, dass wir was zum Dings gefahren kriegen, ne? Zum. Sag schon. Stroh zur Pellesfabrik. Da fahren wir hier oben lang. Müssten wir mal hier eine Straße zeichnen. So, da sind wir. Ob der Stroh aufnimmt, weiß ich nicht genau. Ja, eigentlich nicht. Aber gut, wir kommen ja mal nicht. Na. Na, geht nicht. Aber ich wusste. Dann fahren wir Hopfen zur Brauerei. Das müssen wir noch haben. Dann ist aber Schluss. Gerstes, fast alle Raps. Mais können verkaufen. Dekal haben wir gekauft. War ein Fehlkauf. Aber egal. Tabak wollen wir eigentlich was herstellen. Hopfen. Da weiß ich aktuell nicht wohin mit dem Ding. So wenig, ne? So. Und auf zur Brauerei. Hofladen so ein Ding mache ich nicht. Das ist mir. Das ist so ein Kleinkram. Das machen wir nicht, ne? Deswegen mache ich auch keine Reifeisenbank und dergleichen. Geldkassetten. Muss ich nicht haben. Gar nicht, muss ich nicht. Wie gesagt, mein nächstes Ziel ist nachher die Zuckerfabrik, Bäckerei und hier ist ja die Mehlfabrik, ne? Also Mühle. Das ist das nächste Ziel. Und nebenbei fleißig Kühe und irgendwann noch ein paar Ochsen verkaufen, ne? Die weiblichen Tiere behalte ich ja noch, bis der Stall kurz vor voll ist. Ne? Also wenn er richtig voll ist, dann nachher, dann werden auch die älteren Tiere verkauft. Ne? So ab 8 Jahre werde ich die mal alle ja, zur Wurst machen. Ne? Und das kommt ja jetzt schon bald, dass die ersten Kälber auch so weit sind, dass sie selber Kälber kriegen, ne? Oder Tiere werden. Und dann müssen sie wieder zurück zum nächsten, zum anderen Stall, ne? Oder sie bleiben drinne. Mal sehen. Oder ich werde die dann zurückbringen, mal sehen. Hab ich noch nicht entschieden. Mal sehen, dass die Hauptproduktion gut läuft. Ach, ich hoffe, die Bierproduktion gut läuft. Müsste eigentlich LKW ja am Weg stehen, glaube ich. Oh, ich stehe nicht am Weg. Nicht da nicht, was nicht. Na doch. Wir haben noch Bier. Wir haben noch Bier.
So, der ein Leiter war, da kann er mehr produzieren. Wie werden wir das mal Bier verkaufen? Wer zahlt viel für Bier? Gut. Wir müssen nach rechts. Brücken bauen ist auch noch aktuell. Das sind jetzt Fässer oder Kisten? Viel zahlen die nicht, ne? 1859. Tja, das ist ja so, ne? 1848, konstant. Mal gucken, was da ist. Normalerweise müsste nicht so viel da sein. Zwei Bier. Bierkästen. Gut, Hopfen war alle gewesen, sieht aus, ja. Sieht, oder da. Wasser ist reichlich, Malz ist auch noch reichlich da. Gerste, naja, gut, dann ist nicht mehr lange. Die Produktion wird nicht mehr lange laufen. So. Immer gleich mal sortieren, ne? Und machen wir gleich zu. Und zack. Da kommen die rum. Dass keine Kollision ist. Das hätte mir jetzt ein Problem. So, auf zum Lidl. Gucken, Zeit. Schätzen mal, wir haben es geschafft für heute. So, Zuschauer, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sag mal tschüss und Winkel. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's weiter. Verkaufen wir Bier beim Lidl. Tschüss.